Jetzt Roger Stöckli in der Lead gegen Axel Mack im Chase. Schweiz gegen Deutschland in der Top 16. Axel Mack prescht voraus, aber Roger Stöckli macht hier Boden wieder wett. Das sieht auch schön aus. Kräftigen Applaus für die beiden. Ja, ich sehe gerade im Replay, Roger Stöckli in der letzten Kurve relativ geradeaus gefahren. Zumindest sah das kurz so aus. Yeah, it's very hard to judge the sport here at the level that we get presented here. Axel Mack. Roger Stöckli. Axel Mack. Roger Stöckli in the lead car. Axel Mack chasing car. Auch hier Axel Mack kurz eventuell geradeaus gefahren. Also wieder auch hier eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Beide quasi den gleichen Fehler an fast der gleichen Stelle. Absolut. Da wird auch schon applaudiert von unserer Crew. Axel Mack ist weiter. Axel Mack proceeds to the next round in the top 8.